Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unglücklich ist das Land, über dessen Innenpolitik so intensiv in Deutschland diskutiert werden muss, könnte man vielleicht fragen. Wir haben hier zwei Reden jetzt gehört, die versucht haben, die griechische Lage zu beschreiben und vielleicht das eine oder andere politische Kapital daraus zu schlagen. Und keiner von beiden Rednern hat das Thema der Aktuellen Stunde eigentlich genannt, nämlich Griechenland hat eine Zukunft im Euroraum. Punkt. Und jetzt könnte man sich schon fragen, warum eigentlich weder der Herr Dehm, der hier der größte Freund der Griechen ist, du bist ein guter Freund von Alexis Tsipras, das ist auch okay, das ist auch ein netter Kerl, aber weder Dieter Dehm noch die Bundesregierung hat es gesagt. Und um das ein bisschen mehr zuzuspitzen, Sie haben versäumt, am Sonntag, als diese Spiegelmeldung kam, klarzustellen mit einem klaren Dementi, Griechenland bleibt im Euro und nicht die Debatte tagelang weiterlaufen zu lassen und wieder die ganzen Gespenster der Vergangenheit wieder hochkommen zu lassen. Das haben Sie versäumt. Und da können Sie so viel Sie wollen über Tsipras und Dieter Dehm reden. Der Unterschied zwischen Ihnen und Dieter Dehm ist, Ihnen glauben die Märkte noch. Und wie Sie es überhaupt verantworten können, nach 5 Jahren dieser unsäglichen Austrittsdebatte, nichts dazu zu sagen. Sie haben gesagt, wenn man nichts tut, ist man auch mitverantwortlich. Ihr Schweigen war unverantwortlich, meiner Ansicht nach. Und jetzt muss man ja auch mal sagen, ich weiß ja gar nicht, wer diese Meldung im Spiegel eigentlich geglaubt hat. Also ich glaube, ihr seid nicht so doof, dass ihr sie geglaubt habt. Ja? Ich meine, alle gehen dann raus und kommentieren es irgendwie und dann laufen wieder Hinterbänkler von der CDU rum und dann kommen wieder alle möglichen Debatten. Wir haben jetzt in den letzten Jahren Griechenland 250 Milliarden Euro ungefähr geliehen. Und wenige Wochen bevor die letzte Tranche von ungefähr 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt werden soll, glaubt da irgendjemand, dass da plötzlich sich dann Merkel und Schäuble überlegen, nee, jetzt machen wir es doch ganz anders. Also so gehirnverbrannt wird doch noch nicht mal eine große Koalition agieren können. Das kann man doch, also wirklich, ja. Und da muss man aber doch auch sagen, die große Koalition der Freunde Griechenlands besteht nicht aus der Linkspartei und der CDU-CSU. Ja? Also ich weiß, dass ihr mit manchen CSU-Lern in der Hinsicht sehr einig seid, aber es ist dann Gauweiler und nicht Fuchtel an der Stelle. Ja? Um das klarzustellen, ich werde niemals vergessen, wie in Karlsruhe bei der Verhandlung über die Griechenlandhilfe vor dem Bundesverfassungsgericht in der mündlichen Verhandlung Gregor Gysi dem Gericht gesagt hat, kein weiteres deutsches Geld nach Griechenland. Das war eine deutsche Debatte, die ihr dort geführt habt und keine europäische. Und da helfen auch solche Aktuellen Stunden hier nicht. Und weil ich schon geahnt habe, Dieter, weil ich schon geahnt habe, dass dann die CDU klatscht, ich werde genauso niemals vergessen, wie diese unsägliche Geschichte zustande gekommen ist, als die Bild-Zeitung irgendwo anruft und irgendjemanden will, der dann auch noch das mit den Inseln fordert. Wer war sich nicht doof genug, das auch zu fordern? Das waren damals Abgeordnete von der FDP und ihr Mittelstandsbeauftragter von der CDU. Sie sind mit der Linkspartei in einem Boot bei dem Thema, weil sie keine Stabilität beim Thema Griechenland haben. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass das Wichtigste, was Griechenland braucht, Stabilität ist, dann gibt es in diesem Haus eine Partei, die hat seit 2009 immer gesagt, Griechenland bleibt im Euro. Und wenn es ein bisschen was kostet, dann kostet es ein bisschen was. Und wenn es mehr kostet, kostet es ein bisschen mehr was. Aber Griechenland bleibt im Euro, weil wir es wollen. Und diese Überzeugung, an der haben nicht Linkspartei und CDU/CSU gearbeitet, sondern das waren die Grünen, das sind die Freunde Griechenlands. So ist das nämlich. Und jeder weiß, die SPD hat dann auch mitgemacht. Und jeder weiß, dass in Griechenland viele Fehler passiert sind. Ich möchte das auch ausdrücklich sagen. Also der IWF würde niemals behaupten, sie haben alles richtig gemacht. Die Troika würde niemals behaupten, sie haben alles richtig gemacht. Doch ich würde das nicht sagen. Also ich rede ja in Athen mit Leuten auch vom IWF und ich rede auch in Brüssel mit Leuten. Nein, die sagen halt, unterschiedliche Sachen wurden falsch gemacht. Die würden nicht sagen, alles haben wir nur falsch gemacht. Die würden auch sagen, Herr Samaras hat Fehler gemacht. Und die würden sagen, Herr Papandreou hat Fehler gemacht. Und meiner Ansicht nach, die Grünen waren es nie relevant genug. Aber wenn Grüne so wichtig gewesen wären im politischen System in Griechenland, würde ich auch sagen, dann hätten die auch Fehler gemacht.
Und genauso muss man aber auch sagen, dass Herr Tsipras ein Kind seines gesellschaftlichen Systems ist. Und ich möchte sagen, Dieter, Tsipras ist kein Schreckgespenst. Aber im Gegensatz zu euch könnte er sich früher oder später als Realpolitiker herausstellen. Und dann werdet ihr das, was ihr hier gerade beschimpft habt, bei Herrn Tsipras beschimpfen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass inzwischen Ankündigungen und Wahrheit eine entscheidende Variable liegt. Und das ist die der Handlungsfähigkeit, die man wirklich verändern kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Griechenland, egal welche Regierung kommt, auf seinem Weg begleiten, Fehler im Bereich Soziales, aber auch in anderen Bereichen wie Korruption und Staatswesen zu korrigieren und dass wir das nicht gefährden durch Debatten über einen Austritt, die Griechenland niemals helfen werden und dass wir auf die Nachhaltigkeit im sozialen und im ökologischen Sinne unserer Handlungen achten. Und dafür, glaube ich, müssen wir gemeinsam einstehen. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Johannes Kahrs, SPD-Fraktion.